Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video in der Testzone. Ich teste heute mit euch das Early Access Spiel War of Rights. Ein Titel, der auf Steam erscheinen soll noch. Er ist noch in einer Close Alpha, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall noch nicht released. Aber ich habe einen Key bekommen und das schon vor langer Zeit. Die Server waren aber immer leer und ich wollte halt nicht einen Multiplayer-Shooter zeigen, der leer ist. Das bringt ja nichts. Jetzt langsam fühlt sich der Server und es kommen immer mehr Spieler dazu, immer mehr Alpha-Tester und ja, es macht auch riesig viel Spaß. Das Ganze befindet sich in dem Zeitraum des amerikanischen Bürgerkrieges, so rund um 1862, wenn ich es richtig gelesen habe. Und ist dementsprechend auch mit den Waffen und sowas ein sehr langsames Gameplay, kann aber auch ganz schnell hektisch werden, weil man hat immer nur einen Schuss und das ist echt krass. Die Grafik ist super, sieht echt schön aus, die Musik ist top, die Sounds sind super. Und bevor ich euch jetzt doof und süß quatsche, zeige ich euch doch einfach mal, wie das Ganze aussieht und was man da so machen muss. Das ist ein Online-Shooter mit bis zu 150 Spielern auf einen Server. Wir bekommen gleich einen, ich werde einen sehr hohen Ping haben. 281 mit 76 Spieler mittlerweile drauf. Versuch rauf zu joinen, hat gerade dreimal nicht geklappt. Ich lande immer wieder im Hauptbildschirm. Und durfte eine Runde schon mal mitspielen. Da hätte ich dann aufnehmen sollen, verdammt. Und sammle mich erstmal mit meinen Männers. Und schau mal, wie das aussieht. Ne? Also wir dürfen mehrere Klassen wählen. Wir dürfen natürlich auch eine Fraktion wählen. Ich muss immer sofort an Rotröcke denken und sowas. Amerikanische Bürgerkrieg ist nicht ganz so die Geschichte, die ich gelernt habe, muss ich leider zugeben. Aber wird durch das Spiel doch ein bisschen interessanter. So, wir laden jetzt erstmal die Map. Das dauert seine Zeit. Und ich habe hier, wie gesagt, schon eine Runde mitgespielt. 10 Minuten oder so. Die Runden gehen sehr lang. Und habe aber nicht einen Gegner getroffen. Das ist, wie gesagt, auch sehr schwer mit diesen dicken, fetten Vorderladern irgendwas zu treffen. Die Waffen waren brutaler als die moderneren Waffen. Das kann man fast gar nicht sagen. Ne? Aber die Kugeln, die haben ja mehr zerfetzt, als jemanden zu durchlöchern. Und ja, das passiert dann dementsprechend im Spiel auch. Ich denke, wenn ich getroffen werde, ich wurde noch nie getroffen, werde ich auch sehr schnell hinüber sein. Und das macht das natürlich ja auch aus. Ne? Eine sehr große Anzahl an Spielern auf einen Server und eine sehr große Map. Wir haben Sammelpunkte, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich kenne mich mit der Taktik nicht so aus, was die mit mir gerade gesagt hat. Zeige ich euch aber gleich, vielleicht versteht ihr mehr. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, der Link zum Spiel ist natürlich in der Beschreibung. Es gibt natürlich schon eine Steam-Seite, da wo ihr in der Diskussion und auf der Seite selber natürlich die Homepage findet und alle Informationen raussaugen könnt, die ihr wollt. Und ja, freue mich drauf. Auf jeden Fall sieht sehr interessant aus, ist sehr taktisch. Und wir hören jeden Spieler reden. Ich hoffe, man hört mich nicht reden, aber die werden mich nicht verstehen. Die haben gerade nur Englisch gesprochen. War eine spannende Stelle. Wir standen an einem Zaun in Reihe und Glied. Man kann sich frei bewegen. Man muss nicht in der Stellung stehen. Man kann auch Rambo machen und losrennen. Aber das hat nicht so geklappt. Also wie gesagt, ich wurde auch noch nie getroffen. Wird auch nicht klappen, glaube ich. Und ja, ob man Bonus bekommt, wenn man jetzt zum Beispiel das macht, was das Spiel will, in einer Reihe stehen. Spannend. Also wir werden es da sehen. Ich höre eine Trompete. Ich habe die ganze Zeit Ladebildschirm. Das Ladebildschirm war sehr lang und bin jetzt gerade dreimal immer wieder ins Hauptmenü geflogen und da hat er nur in unendlichen Ladeschleife gesessen. Das Ganze ist aber nicht schlimm, es ist eine Alpha und da sind natürlich Fehler vorprogrammiert. Das Ganze wird sowas wie ein Stresstest sein für die Entwickler, weil 150 Mann auf einen Server, finde ich schon heftig. Oh, ich habe eine Grille. Grillen? Nein, das heißt die Grillen, ne? Die grillt ja nicht. Komm, langsam aber sicher, da bin ich auf der Map. Wir können die Union oder Home auswählen. Ich werde mal das Home auswählen. Union Country und Home CSA. Ich kenne mich da gar nicht aus. Habe ich ausgewählt, gehe auf die Klasse. Da ist es, wir dürfen den NCO nicht auswählen, dürfen aber Officer sein. Aber ich glaube den klassischen Private nehmen, den einfachen Fußsoldaten. Und sehen jetzt hier die Map. Wir haben Aufträge. Ich weiß nicht mal, wer ich bin. Ich denke mal, ich bin die Blauen. Ne, Roten und Blau war immer lieb und Rot war immer böse. Die Runde geht noch ganze 30 Minuten. Und ja, das ist ja nur der Plan. Ne? Ob das jetzt gepasst hat, weiß ich noch gar nicht. Deploy. Lass uns eine Runde mitspielen. Das Bild bekommt ein bisschen mehr Farbe. Und da wir so einen hohen Ping haben, dauert das bei uns alles einen Tacken länger. Die Spieler kommen 99% aus Amerika. Wenn ich das richtig gelesen habe, da sehen wir sogar Schüsse hinten. Und da. Prefort. September 17. 9.30 Uhr, früher Morgen. Da bin ich. Ich habe eine Erektion. Nein, wir sehen uns aber wirklich aus einem sehr seltsamen Winkel, muss ich sagen. Wir haben unsere Flinte in der Hand. Nee, noch nicht.
Drück mal rechte Maustaste, dann ziehen wir die auch. Jetzt schieße ich mal einfach. Und sie ist noch gar nicht geladen. Das habe ich nämlich gerade gehabt. Ich habe einen vor mir gehabt und konnte nicht schießen. So. Es wird sowas wie Events sein. Guck mal, wie lange der lädt. Noch stehen wir einfach nur dumm rum. Aber irgendwo sind auch schon Truppen, die sich gesammelt haben. So, er ist noch nicht fertig. Zündplättchen rein. Und so. Unser Gewehr ist ready for fight. Wir können rennen. Also das ist sehr seltsam. Wir können laufen. Und der tut sich die Waffe immer automatisch auf den Rücken. Beim Bewegen. Wenn ich jetzt rennen will, also wir steuern das ganz klassisch über WSD und über Shift und was weiß ich was alles. Das habe ich irgendwas zu drücken. Nee. Und rennen mal. Haben das jetzt. Eine Sekundärwaffe? Weiß ich gar nicht, ob ich sie habe. Also ein Bajonett oder sowas. Out of line. Ich bin jetzt nicht in der Linie mit meinen Soldaten. Ich habe gerade ein Emblem gehabt. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem Spiel kaum aus, weil es gab eigentlich nie richtige Server. Jetzt geht es so langsam los. Und ja, vielleicht mache ich hier und da mal ein Video. Aber erstmal müssen wir uns das ja angucken. Ne? Also grafisch sieht es gut aus. Ich habe Motion Blur ein bisschen drin gelassen, weil die Atmosphäre dadurch ein bisschen hübscher wird. Da ist unsere Linie. Wir müssen ja nur ein bisschen näher kommen. Unser Punkt. Ich habe auch keine Map jetzt oder sowas. Ups. Wenn man einmal aufhört zu rennen, dann schnallt er sich das wieder auf dem Rücken. Und renne mit meiner Flinte. Guck mal an. Es gibt auch Artilleriefeuer. Also das knallt richtig um einen um die Ohren. Worauf schießt ihr? Sind das die Gegner? Ich will nicht einfach irgendwie mehr schießen. Seht ihr die da hinten? Da laufen ja welche. Wir lernen sie kennen. Wir lernen sie erstmal kennen. Okay, sie sind in Deckung gegangen vor denen. Dann werden es wohl Gegner sein. Was? Das ist da oben doch nicht, oder? Wir schießen ja nicht so genau die Gewehre. So, die zielt. Nee, das werden meine Truppen sein, ne? Die schießen auf jeden Fall nicht in der Richtung. Super schwer zu erkennen, ne? Normalerweise reden die viel. Was hast du denn da? Gucken uns mal so einen Charakter an. Ist ein Test so ein Video? Oh, hat mir was. Habt ihr das gehört? Da saust uns was in den Ohren. Schöne Details. Das ist interessant. Und schöne Effekte. Information. Jetzt bin ich Information. Also ich schieße in der Richtung. Wenn da einer herkommt, dann schieße ich auch auf den. Waffe mal in Anschlag nehmen. Der wird wahrscheinlich kein Gegner sein. Oh ja, pass auf, da. Habt ihr Mündungsfeuer gesehen? Heidewitzka. Ich drehe mal Mausrad, passiert nichts. Ich habe tatsächlich nur diese eine Waffe. Also es wird schwierig sein. Wie soll man das beschreiben? So viel Action und Freude wie beim Battlefield-Titel zu haben. Da ist, spricht gerade einer. So. Vielleicht können wir die Klasse gleich nochmal wechseln. Ich hoffe es. Die gehen da in Stellung. Ich gehe auch mal zu denen. Oh, es rennt da mit Waffen an. Oh, er hat die Fahne. Wie cool ist das denn? Was für eine Funktion hast du, Kollege? Einfach nur... Das ist der Offizier. Oh. Mach mit. Keine Ahnung, wohin schießen soll. Okay, die geben Ziele vor. Also die sagen dir auch, wo sie sind. Da läuft doch einer vor uns. Oder? Ich bewege mich nicht aus dieser... Aus dieser Reihe raus. Company. Ich, ja. Boah. Das scheint wohl eher so eine Art Clan zu sein oder so. Wir können ja mal gucken. Weil die alle mitmachen auch, ne? Das ist ja schon faszinierend. Das sind auf jeden Fall sehr viele Spieler. That's fine. Get your reloads in. We got a good spot here. Company. Da laufen sie. Make ready. Aim. Left oblique. Fire. Okay, keine Ahnung. Da unten steht Team Killed Mr. Rabbit. Oh, nachladen. Das dauert ja alle eine halbe Ewigkeit. Also die Kopfbewegung macht er von alleine.
We're still firing at that left oblique. Der Offizier hat auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ey, warte doch! Bin doch keine Rein. So, das ist es ja. Jetzt müsste man einen Squad haben, ein Team, mit dem man sich auch verständigen kann. Vernünftig, ich stehe jetzt einfach nur doof mit rum und mache das, was er sagt. Was sehr effektiv scheinbar sein wird. Ich hoffe, die hören mich nicht die ganze Zeit. Die stehen doch bestimmt da einen Stein da hinten sogar. Alright, Company, make ready. Aim. Aim. So, Teamkills passieren auf jeden Fall. So, ich lade nochmal nach und dann gehe ich mal außen rum. Ich habe überhaupt nichts gekillt. Sehr, sehr taktisch. Oh. Hört ihr die Kugeln vorbei fliegen? Wir müssen mal vorn marschieren, Leute. Sieh niemanden. Da. Wer weiß, wo meine Murmel dahin fliegt. Alter, die kommen da entgegen. Autsch. Ich hatte scheinbar was erwischt. Wer läuft denn da jetzt? Attackieren die uns? Ja, du musst die Feuer sagen. Ich hab gar keine. Ich glaube, ich habe einen erledigt. Ey, der hat eine Knarre, der ist Offizier. Ich deck dich mit meinem Körper. Offizier, du bist mehr wert als ich. Das ist keine KI. Oh. Jetzt wissen wir, was passiert, wenn wir getroffen werden. Boah, grausamer Anblick. You fall with a grid, didn't you? Information gestorben. Morale loss reduced by 80%. Okay, was wird jetzt weiter passieren? Okay. Eine Klassenauswahl. Dürfen wir tatsächlich zurück? Wir könnten einen Offizier nehmen, aber dann würden die wahrscheinlich von mir erwarten, dass ich denen Befehle gebe. Dementsprechend sparen wir uns das mal. So. Und starten neu auf der Map. Okay, wir erwecken wieder zum Leben als neues Kanonenfutter. Hallo. Dauert aber seine immense Zeit. Da. Und hier kommt der Nachschub wieder her. Ich lade sofort fertig. Das ist schwierig für einen Entwickler, glaube ich, hier so ein schnelles und ein motivierendes Gameplay aufzubauen. Aber ich glaube, wenn man das mit Leuten zusammenspielt, muss das ziemlich mega sein. Und die Gegner sind auf jeden Fall blau, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir sind so eine Art militärfarbend. So, fertig. Los geht's. Der Private läuft. Zu seiner alten Position. Na, ich bin ja neuer. Ah, die haben uns gestürmt. Nicht erfolgreich, auch wenn ich gestorben bin. Denn unsere Position ist ja noch dieselbe. Also ich werde gleich mal Rambo machen. Ne? Wir werden mal außen rum gehen. Es gibt. Ich habe gerade die Map hat sich ein bisschen verschoben. In einem Maisfeld gewesen, was super düster war, da durchzulaufen, weil du gar nicht weißt, wo ist der Gegner. Manche Leute sind halt Einzelkämpfer, die bleiben hier stehen. Sieht aus wie ein Sniper bei Battlefield 1. Und da hinten am Stein standen wir gerade. Wir können uns angucken, wer spielt. Ich drück mal ein paar Knöpfe. Was macht er jetzt? Das Bajonett, okay. Das will ich haben. So. Er kann jetzt noch schießen? Ja, Gott sei Dank. Jetzt stürmt er aber auch so mit der Spitze voraus. Ich will jetzt nicht schießen, weil dann ist mein Schuss wieder weg, weil das so lange dauert. Es gibt auch eine Ortschaft, habe ich bei Steam gesehen. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung, guckt da rein.
Wir rücken aber wirklich nicht weit voraus. Boah, hier liegt da noch. Mann, Offizier. Boah, da fliegen schon die Kugeln um die Ohren. Man hört's. Man kann auch in eine Hocke gehen. Alles dauert seine Zeit. Und natürlich wieder aufstehen. Ach, guck mal, da stehen sie sogar. Ach du Jemine. Wenn keine Befehle mehr erteilt. Einfach mal eine Menge rein. Weiße Geier. Das war ein Stellungskrieg. Da kann man. Also so ein Gegenüberstellungskrieg, ja. Diese haben sich wirklich. Das war eigentlich ein Opfer, ne? Wenn du das in Filmen siehst, ist das immer ziemlich krass. So, bei den Nebelzahlen schon. Ich glaube, da ist auch noch wer. Da. Aber ein gezielter Schuss aus der Distanz. Aber selbst ich als ganz frischer Anfänger habe sofort einen Überblick, weil man Gott sei Dank weiß, wo seine Leute stehen. Boah, das muss doch furchtbar. Da, unsere Linie. Muss unglaublich grausam gewesen sein. Du stehst da auf der Stelle und die ballern einfach auf dich. Und du hoffst, dass du nicht getroffen wirst. Es ist ja furchtbar. Okay, der will, dass wir da vorgehen. Da stehen sie. Da steht ein richtiger Satz Leute an den Bäumen. Seht ihr die? Ich hoffe, das seht ihr. Oh, Entschuldigung, ich habe den Befehl nicht ganz gemacht. Ich glaube, ich bin in Formation, oder? Wenn ich jetzt vorstürme, werden sie mich wahrscheinlich selber erschießen. Denn die könnten mich ja gar nicht erkennen, ob ich Freund oder Feind bin. Bisschen höher vielleicht? Ich höre ihn. Kein blassen Schimmer. Ich muss sagen, nein. Tote? Okay. So sieht das hier aus. Boah. Oh. Ja, Entschuldigung, ich muss mir die Grafik angucken. Sound mit diesem grafisch geht das absolut klar, das Spiel. Okay, wir sind wieder am Schlüssel. Alle, wir bleiben auch liegen, reichen, ey, heftig. So. Jetzt, da laufen sie. Okay, der hat's versucht. Der wollte den Rambo machen. Okay, was auch immer das heißt. Von einem Stein hat einer geschossen. Da stehen sie wieder. Ich sehe sie. Ich sehe auch die Fahne. Trifft keiner. Überlegt euch mal hier. Fällt alle 5 Minuten einer um erst. Was für furchtbare, schlechte Waffen. Oh. Jemand wurde getroffen neben mir. Eigentlich ein perfektes Spiel für mich, weil ich werde eigentlich mal als erster getroffen. Oh. Oh, mein Nebenmann. Oh. Er lässt ihn erschießen, Offizier. Habt ihr gehört? Ich glaube, der hat gesagt, er soll auf ihn schießen, der wegrennt. Weil die Formation zu verlassen war feige. Aber nach vorne, glaube ich, ist das eher weniger feige. Und keiner weiß, wer das ist. Also ich kann das auch machen. Er hat irgendwas mit Tree gesagt. Wow! Wow. Der hat gesagt, ich soll zum Baum gehen. Ich gehe und mich trifft eine Kugel. Wahnsinn. Das
Das ist aber gar nicht so schlimm, denn jetzt werden wir den Rambo machen, der überhaupt nicht gemacht werden soll. Deploy. Also wir bleiben die Klasse. Oder darf ich vielleicht... Na, ein Offizier nach als Rambo ist doof. So. Sie laufen einfach meine Leiche. Keiner trauert um mich, weil mich keiner kennt. Jetzt habe ich die Map so ganz grob im Kopf. Ganz grob. Da, wo die Gegner standen. Und fall den als Super Rambo in eine Flanke. Was natürlich absolut niemals so war. Ne? Das ist... Aber ich muss das mal sehen. Das dauert aber auch, ne? Ja, der Weg zum... Vom Toten zum Lebenden. Okay. Hey, James. Breaking, taking, lose. Hi. You wanna... Also von hier kämpfen ist ein bisschen dämlich. Das ist Respawn. Obwohl sie bis dahin schießen könnten. You wanna join my regiment? Or would you like to join a regiment? Man kann bestimmt richtig viele Sachen machen noch. Yes. Yes? Right. Aber uns interessiert ja momentan das Gameplay. Nicht, dass sie mich überhaupt nicht sehen können, ne? So, meine Linien sind da. Gegnerische Linien müssen da in den Wäldern, also da, wo so dampft ist, sein, weil die schießen die ganze Zeit. Das Laufen fühlt sich richtig krass an. Seht ihr das? Ich bin nicht der Einzige, der diesen verrückten Weg wählt. Da vorne läuft noch ein ganz schöner Rudel. Da laufen sie. Das sind die Gegner, oder? Boah. Da sind die Gegner, die attackieren gerade. Näher ich rankomme, so gefährlicher wird für mich. Aber wir haben auf jeden Fall einen Kompass dabei. Sieht aus wie Gas und so. Blau-grün. Also hier ist noch eine Linie. Turn back. Okay, wir dürfen natürlich nicht zu denen hin. Klettern. Ich glaube, wir sind jetzt die Attack-Typen. Ach, scheiße, das dauert immer so lange. Das war V. Er nimmt die Waffe als Knüppel. B ist das Bajonett. Oh, sicher, sicher, ne? Arretiert. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wer Gegner ist und wer nicht. Wenn wir laufen jetzt eigentlich vor denen ihre Flinten und die sehen uns ja auch laufen. Aber du siehst ja nur schemenhaft eine Kreatur da laufen. Das sind die da auf dem Berg. Das müssen die Gegner sein. Ja, war ein Leben nicht viel wert, ne? Das sind meine. Ne, das... Oh, jetzt ist die amerikanische Flagge, ne? Wir haben ja die andere. Oh, lauf doch schneller. Nimm die Beine in die Hand. Da, Zweikampf. Liegt. Oh, wir sind total erschöpft. Oh. Information, wie viele Kills oder was? Out of the line 44. Krass. Also es macht wirklich krass Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ein bisschen erschrocken, weil wir wissen, wie langsam diese Gameplays sind. Aber man hat unglaublich viel Freiheit. Können uns die andere Klasse noch angucken. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal ein Video davon machen, wenn da mehr los ist. Und freue mich drauf. Wir sehen uns im nächsten Video in der Testzone. Bis dann. Hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen oben da.